Crocs und Co. blickt heute in unseren Mund, wo Milliarden von Bakterien mit uns in friedlichem Einklang leben. Außerdem geht es um die Zunge, ein häufig unterschätztes Organ, mit dem wir schon in den ersten Lebenstagen heftig agieren. Auch unsere Spucke hat es in sich. Werden wir schon bald am Speichel ablesen können, ob wir gesund sind oder krank? Mit Zunge, Kuss und Spucke. Bei Crocs und Co. dreht sich alles um den Mund. Und bislang haben wir unseren Mundraum von seiner unschuldigen, ja vielleicht sogar von seiner schönsten Seite kennengelernt, wenn man ans Küssen denkt. Aber manchmal kann der Mundraum auch ein radikaler Kontaktkiller werden. Stichwort Mundgeruch. Die Ursachen hierfür liegen hauptsächlich in dem sogenannten Zungengrund. Und zwar befindet sich dort eine sauerstoffarme Bedingung, die ist ideal für bestimmte Bakterien. Die sind zwar nicht schädlich, aber die Stoffwechselprodukte, die sie abgeben, stinken gewaltig nach faulen Eiern, nach Fäkalien, mitunter sogar nach verwesenden Leichen. Nun, in Deutschland leiden etwa 5% der Bevölkerung dauerhaft an Mundgeruch. Aber die Angst davor ist so groß, dass sich Unsummen verdienen lassen mit all den Mitteln und Mittelchen, die man so kennt, gegen den Mundgeruch. Also ein lukratives Geschäft. Und es gibt da eine Reihe von pfiffigen Duftexperten, die im Auftrag der Industrie ganz wild sind auf den muffigen Gestank aus dem Rachenraum. Morgens vor dem Zähneputzen. Diese Menschen spenden der Firma Symrise ihren Mundgeruch. Symrise stellt Aromen her und will eine Zahnpasta gegen Mundgeruch entwickeln. Seit 5 Jahren arbeiten daran 20 Mitarbeiter. Um subjektive Eindrücke kommt dabei keiner von ihnen herum. Das ist schon ein ziemlich intensiver Mundgeruch, der sehr deutlich wahrnehmbar ist. Neben dieser Gesamtbewertung, bei der jede Tütenprobe eine Note bekommt, wird der Mundgeruch chemisch analysiert. Dazu stecken ihn die Forscher in einen Gaschromatographen. Die Maschine analysiert jede Probe, Molekül für Molekül, kann aber nicht beurteilen, welche Moleküle stinken und welche nicht. Um das herauszufinden, müssen die Forscher wieder ihre eigene Nase benutzen. Das war für mich am Anfang auch sehr ungewohnt. Und es kostet schon etwas Überwindung, aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Nachhaltiger als der Mundgeruch in Tüten ist Spucke. Denn hier leben die Bakterien, deren Ausscheidungen verantwortlich sind für den Gestank. Das wissen die Forscher durch die Analyse im Gaschromatographen. Die Bakterien werden auf Röhrchen verteilt und mit verschiedenen Aromastoffen versetzt. Denn die Forscher suchen Stoffe, die die Bakterien zerstören und damit die Ursache des Mundgeruchs beseitigen. Im Brotschrank bei 37 Grad können sich die Bakterien bestens vermehren. Die Frage ist, werden die zugesetzten Aromastoffe mit den Bakterien fertig? Falls nicht, wird es in den Röhrchen bald ziemlich stinken. Typisch. Typisch heißt für die Forscher, der Mundgeruch hat gesiegt. In den meisten Röhrchen versagen die getesteten Aromastoffe. Das ist minzig. Doch einige Male haben die Aromastoffe Bakterien und Mundgeruch besiegt. Erst dann lohnt der Praxistest. Die Probanden dürfen Zähne putzen. Ihr Mundgeruch wird erstmal verschwinden, denn die Zahnpasta kann ihn wie üblich kurzfristig übertünchen. Aber auch langfristig, das hoffen zumindest die Forscher, weil die zugesetzten Aromastoffe die Bakterien und damit die Ursache des Mundgeruchs beseitigen. Die Aromastoffe der Zahnpasta sollen also doppelt wirken. Gelingt es, die Bakterien zu killen, ist das Zahnpasta-Rezept gelungen. Dann wird die Rezeptur für die Forscher zum wohlgehüteten Geheimnis. Ja, ich sehe noch etwas Potenzial. Ich werde noch mal die Komposition überarbeiten. Damit kann ich das Produkt noch mal verbessern. Mit einer verbesserten Komposition geht dann der Praxistest von vorne los. An einem anderen Morgen mit frischem Mundgeruch. Ist das nicht ein tolles Berufsbild? Mundgeruchtester. Nun, das Vertragte am schlechten Atem ist, dass man ihn nicht selbst riecht. Also selbst wenn man reinhaucht,
Hände vor die Nase hält. Man merkt es nicht und das liegt daran, dass der eigene Geruchssinn sich an den Körpergeruch gewöhnt hat. Aber man kann das Ganze objektiv messen und zwar mit solchen Geräten. Die findet man in der einen oder anderen Zahnarztpraxis. Diese Geräte bestimmen die Konzentration flüchtiger Schwefelverbindungen, denn die sind ja in der Regel für den Mundgeruch verantwortlich. Und sie entstehen immer dann, wenn Fäulnisbakterien Stoffe wie zum Beispiel Eiweiße abbauen. Und es ist klar, je mehr Fäulnisbakterien vorhanden sind, umso mehr Schwefelverbindungen entstehen und umso stärker ist der Geruch. Unser Mund ist also ein vielseitiger Lebensraum. Und das hat schon der niederländische Wissenschaftler Anthony van Leeuwenhoek vor 300 Jahren herausgefunden. Mit einem selbstgebauten Mikroskop entdeckte er, wie er es nannte, gar ekelhafte Bestien. In etwa das sah er eine Probe aus dem Mundinnern und da erkennt man nun jede Menge Pilze und das kleine Schwarze, was da zappelt, das sind Tausende von Bakterien. Er schrieb, in meinem Mund gibt es mehr Lebewesen als Menschen in den Niederlanden. Das schrieb er an die renommierte Royal Society. Nun, bei dieser Masse an Bakterien kann man sich natürlich vorstellen, dass er sich erschrocken hat, als er sah, was da so hinter unseren Lippen haust. Schön und attraktiv für jede Verabredung. Doch im Inneren gibt es Leben. Hier wohnen Mikroorganismen. In einem Milliliter Speichel tummeln sich bis zu 1 Milliarde von ihnen. Vereinzelt Viren, Pilze, sogar einzellige Tierchen. Die große Masse aber sind Bakterien, die hier ihr feucht-warmes Zuhause haben. Man schätzt rund 1000 verschiedene Arten. Einige von ihnen spült der Speichel zwar weg, doch er bringt ihnen auch Nahrung, Kohlenhydrate und Eiweiße. Und der Speichel sorgt für einen neutralen pH-Wert, den viele Bakterien brauchen. In jedem Mund, bei Mann und Frau, spielt sich dabei in etwa das Gleiche ab. Ein besonders beliebter Wohnort sind die geschützten Gruben und Zwischenräume der Zähne. Hier können sich verschiedene Bakterienarten ungestört zu einer starken Gemeinschaft zusammenschließen, einem sogenannten Biofilm. Auch auf dem Zungenrücken, in den tiefen Gruben zwischen den schmalen Papillen, fühlen sich unzählige Arten wohl, geschützt vor Sauerstoff. Einige von ihnen bilden hier Schwefelverbindungen. Ein unangenehmer Geruch nach faulen Eiern kann im Mund dann entstehen, wenn nicht genügend andere Bakterien da sind, um dagegen zu halten. Ein höchst komplexer Lebensraum. Milliarden von Bakterien müssen hier miteinander kooperieren. Doch das ist eigentlich auch gut so. Mund und Besitzer stärken so ihr Immunsystem. Auch die Mundschleimhäute sind geschützt und hängen gebliebene Speisereste werden zersetzt. Allerdings funktioniert der Schutz nur, solange alle Mundbewohner im Gleichgewicht zueinander sind. Doch bei zu viel zuckerreicher Nahrung kann es gefährlich werden. Dann wird der pH-Wert sauer. Eine Chance für einige Bakterienarten, auf den Zähnen Überhand zu gewinnen. Sie ernähren sich von den Zuckern und können selber Säuren bilden. Zu viel Säure greift den Zahnschmelz an. Die ständige Zufuhr von Süßem verstärkt diesen schädlichen Effekt im Mund. Es entsteht immer mehr Säure. Sie kann von anderen Bakterien nicht mehr abgebaut werden. Es droht Karies. Auch schädlicher Rauch fordert im Mund ständig den Überlebenskampf seiner Bewohner heraus. Einige Bakterien siedeln bevorzugt am Zahnfleischrand in regelrechten Taschen. Sie sind sehr aggressiv und Nikotin kann ihre Angriffslust verstärken. Wenn sich zu viele Bakterien bilden und ihre Angriffe zu stark werden, erkrankt das Zahnfleisch. Parodontose. Doch einen gesunden Mund kann das nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Denn mit etwas Hilfe und Disziplin ist es ein leichtes, die bunte Schar seiner Bewohner im Zaum zu halten. Der Mundraum funktioniert also wie ein komplexes Ökosystem, in dem ein Gleichgewicht herrscht. Es gibt also nicht die eigentlich guten und schlechten Keime, sondern es gibt ein Miteinander. Aber dieses Miteinander kann man auch beeinflussen. Nehmen Sie den
Zucker. Zucker ist die perfekte Nahrung für den Karieserreger Streptococcus mutans. Und was nun Zucker bewirkt, kann ich Ihnen hier zeigen. Und zwar, wir haben genau diese Kariesbakterien in eine Nährlösung getan und über Nacht stehen lassen. Einmal mit und einmal ohne Zucker. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Und zwar, das ist ohne und das ist mit Zucker. Und schauen Sie sich das an. Mit Zucker haben sich die Bakterien rasend vermehrt und die Stoffwechselprodukte, die bilden hier sogar eine Art Klebstoff, der wandert die Wände hoch. Und das ist gefährlich, denn genau auf dieser Schicht können sich nun neue Bakterien ansiedeln. Und wenn das passiert, spricht der Zahnarzt von Plaque. Und Plaque ist gefährlich, denn Plaque greift den Zahnschmelz an. Also immer wieder dran denken, Zähne putzen. Nun auch im Mundraum hilft der Speichel, ein bakterienhemmendes Milieu herzustellen. Und damit sind wir bei der Frage, wie viel Speichel produzieren wir pro Tag? 1,5 Liter, also diese Menge. Nun, Speichel ist im Wesentlichen Wasser, aber daneben gibt es auch jede Menge Moleküle und es gibt sogar Zellen. Und das ist heute interessant, denn man kann Zellen nutzen, und zwar das Erbgut, um Personen zu identifizieren. Also stellen Sie sich vor, die Polizei kommt an den Tatort und findet zum Beispiel hier eine Zigarette. Nun, im Filter ist auch Speichel enthalten und man kann nun, wenn man die Zellen darin findet, sogar eine Genanalyse machen und dann den Täter identifizieren. Nach dem Motto, gib mir deinen Speichel und ich sag dir, wer du bist. Aber mit Speichel kann man noch mehr, denn im Speichel gibt es zum Teil auch Reste, zum Beispiel von Drogen, wenn man Drogen zu sich nimmt. Und auch das nutzt die Polizei mit einem Speicheltest, der funktioniert wie folgt. Ich mach das mal vor. Also das ist die Probe. Man muss einen Speichel dazu geben und dann wird das Ganze ausgewertet. Das haben wir hier gemacht, nicht mit meiner Probe, sondern mit der Probe eines Drogenkonsumenten. Und ich starte das mal. Das Ganze läuft jetzt hier per Zeitraffer ab. Der Test beruht auf einem Antikörpertest und die sind nun in der Lage, hier winzige Reste von Drogen ausfindig zu machen. Die sehen Sie links und rechts, also Kokain, Opiate, Amphetamine oder zum Beispiel unten rechts THC. Das ist die Substanz, die auch in Marihuana vorkommt. Und das Ganze wird dann im Anschluss optisch ausgewertet. Und hier haben wir das besagte Beispiel. Und da kann man hier zum Beispiel sehen, THC positiv. Also nur durch den Speichel kann man sagen, ob eine Person Drogen nimmt oder nicht. Aber die Spucke verrät noch mehr als das. Denn in Kalifornien hat ein Wissenschaftler ein vielversprechendes Kapitel aufgeschlagen. Die Wissenschaft der Spucke. Die Universität von Los Angeles. Hier beginnt eine Entdeckungsreise in medizinisches Neuland. Vor 4 Jahren hat er hier angefangen. David Wong. Und sich ganz einem Thema verschrieben. Wo andere sich ekeln, sieht David Wong ungeheure Chancen für die Medizin. Spucke ist seine Obsession. Der Wissenschaftsmanager und Visionär glaubt, dass Spucke einmal eine herausragende Rolle bei der Diagnose von Krankheiten übernehmen kann. Dass im Speichel Belege für den Gesundheitszustand jedes Menschen zu finden sind und Beweise für alle möglichen Krankheiten. Oft sehe ich mich dabei als Prediger und Verkündiger. Für Wong ist Spucke nicht gleich Spucke. Die Forscher versuchen, den Speichel da abzuzapfen, wo er entsteht. Direkt an den verschiedenen Speicheldrüsen im Mund. Eine standardisierte und wissenschaftlich korrekte Spuckentnahme. Einfacher zu entnehmen als Blut. In ihrer Speichelprobe hoffen die Forscher, bestimmte Stoffe und Moleküle einzufangen. Spucke ist der Spiegel unseres Blutes.
Die Speicheldrüsen werden von unserem Kreislauf mit Flüssigkeit versorgt. Und dabei werden bestimmte Informationen aus dem Blut in die Speicheldrüsen und in den Speichel weitergegeben. Kann die Spuckanalyse genauso viel medizinisch verwertbare Informationen liefern wie eine Blutprobe? Können mithilfe von Spucke Krankheiten festgestellt werden? Krebs etwa? Das ist die Frage. Das Problem: In der Spucke sind mögliche Indizien für Krankheiten wie Krebs in viel geringerer Konzentration versteckt als im Blut. David Wongs Gruppe sucht nach Markern in der Spucke, Zeichen der Krankheit. In der sogenannten Boten-RNA, einer direkten Kopie von Erbinformationen der Zelle, Surakan. Wenn Zellen von Krebs befallen sind, mutiert die Erbinformation und dann auch die Boten-RNA, die die Zelle abgibt. Im Speichel aller Versuchspersonen haben wir 3000 verschiedene RNAs gefunden. Und gerade einmal 4 RNAs von diesen 3000 können uns mit einer Genauigkeit von 91% sagen, ob jemand Mundhöhlenkrebs hat oder nicht. Jeder der hellen Punkte eine Boten-RNA. Jede einzelne haben die Speichelforscher analysiert, verglichen und Abweichungen aufgezeichnet. Mundhöhlenkrebs können sie mit Hilfe von Spucke diagnostizieren, im Labor. Das erscheint logisch, schließlich sind Speichel und Mundhöhle in direktem und dauerndem Kontakt. Doch David Wong will mehr. Wenn es nach ihm geht, wird die Spucke das Blut in der Diagnostik ganz ersetzen. Er denkt bereits an den Nachweis weiterer Krankheiten. Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, Lungenkrebs. Aber auch Diabetes und sogar die Alzheimer-Krankheit stehen auf seiner Liste. Dafür wird David Wong seine Spuckanalyse auch auf andere Stoffe und Moleküle ausdehnen, die er im Speichel vermutet. Da sieht er die Zukunft seiner Forschung. Jetzt muss er freilich erst einmal beweisen, dass sein Test auch in der Praxis funktioniert. Und die Spucke? Die Spucke kommt bis dahin aufs Eis. Die Medizinindustrie ist von den Zukunftsaussichten dieser sich gerade entwickelnden Diagnosemethode begeistert. Die amerikanische Gesundheitsbehörde NIH hat zum Beispiel im vergangenen Jahr 85 Millionen US-Dollar für die Spuckeforschung ausgegeben. Nun, mit solchen Testkits will man den verräterischen Stoffen aus der Spucke auf die Spur kommen. Aber das Ganze befindet sich, wie gesagt, noch in einer Testphase. Hier in Deutschland sind diese Methoden noch mehr oder weniger unbekannt. Die Forscher setzen nach wie vor auf die altbewährte Blutanalyse und nicht auf die meistens als unrein erachtete Spucke. Aber es gibt doch einige sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Und zwar vor allem dann, wenn eine Blutabnahme schwierig und für die Patienten äußerst unangenehm ist. Dieses kleine Mädchen kam 3 Monate zu früh auf die Welt. 600 Gramm schwer, 30 Zentimeter groß. Ein Frühchen. Jetzt ist das Baby 2 Monate alt. Sein Körper ist eigentlich noch auf das Leben im Mutterleib eingestellt. Gehirn und Lunge sind in diesem frühen Stadium noch nicht ausgereift. Das regelmäßige Atmen fällt ihm schwer. Babys, die zu früh auf die Welt kommen, müssen beim Atmen unterstützt werden. Medikamente helfen ihnen dabei, zum Beispiel Koffein. Doch die genaue Dosierung ist bei so einem empfindlichen Körper schwierig. Die Kinder bauen die Medizin unterschiedlich schnell ab. Jedes Baby benötigt eine individuelle Therapie. Seine Werte müssen daher regelmäßig kontrolliert werden. In den meisten Krankenhäusern bekommen die Frühchen dafür von den Ärzten Blut aus der Ferse abgenommen. Alle Kinder fangen erstmal heftig an zu schreien, wenn wir sie schicken. Zucken zusammen, die Herzfrequenz geht hoch, die Atmung wird schneller. Aus diesem Grund sind wir froh, eine Alternative zu haben, über der wir schmerzlos die Spiegelbestimmung durchführen können, und das ist eben der Speichel. Im Speichel der Kleinen lassen sich bestimmte Medikamente wie Koffein genauso zuverlässig messen wie im Blut. Speziell für Frühchen wurde hier am Kölner Institut für Pharmakologie ein Speicheltest entwickelt.
Er muss an den winzigen Mund angepasst sein. Handarbeit unter sterilen Bedingungen. An kleine Schwämmchen werden Fäden angenäht, damit die Babys sie nicht verschlucken. Anschließend wird das Schwämmchen sterilisiert und gewogen. Dann ist es einsatzbereit. Bei diesem Baby setzt die Atmung immer wieder aus, obwohl es regelmäßig Medikamente erhält. Der Speicheltest soll helfen, die Ursache für die bedrohlichen Atempausen zu finden. Etwa 2 Minuten bleibt das Schwämmchen im Mund. Dann ist genügend Speichel aufgesaugt und es kann zur Analyse ins Labor. Hier wird die Speichelprobe ausgespült, verdünnt, gerüttelt und zentrifugiert. Gerade einmal 0,02 Milliliter Babyspeichel, weniger als ein Tropfen, reichen für die Bestimmung des Koffeinspiegels aus. Anhand der Messwerte können die Pharmakologen das Ergebnis berechnen. Das Medikament ist in diesem Fall zu niedrig dosiert. Am nächsten Tag erhält das Baby eine höhere Dosis Koffein und es atmet wieder regelmäßig. Dank des Speicheltests konnte ihm die Blutabnahme erspart bleiben. Eine tolle Alternative zur Spritze. Nun, über eine besondere Fähigkeit haben wir noch nicht gesprochen. Das Schmecken. Es gibt 4 Grundgeschmacksrichtungen, süß, sauer, salzig und bitter. Noch eine 5., nämlich Umami, aber nehmen wir mal die klassischen 4. Da gab es die Lehrmeinung, dass die verschiedenen Geschmacksrichtungen auf bestimmte Zonen der Zunge begrenzt sind. Nun, das ist falsch. Das erkennt man, wenn man sich die Verteilung der Geschmacksknospen und Rezeptoren hier anschaut. Die ist nämlich sehr ähnlich. Hier nur bei bitter sieht man, da ist sie hinten ein bisschen höher. Also wir schmecken bitter eher am Zungengrund. Nun, nicht alle Menschen können gleich gut schmecken. Etwa 35% aller Frauen und 10% aller Männer zählen zu den sogenannten Superschmeckern. Auf ihrer Zunge sitzen mehr als 5-mal so viele Geschmacksknospen als beim Rest der Bevölkerung. Also diese Menschen sind in der Lage, feinste Geschmacksnuancen wahrzunehmen. Und wer weiß, vielleicht sind auch Sie ein Superschmecker. Sie können das selber testen. Nehmen wir das Beispiel salzig. Was Sie da brauchen, ist 1 Liter Wasser und 4 Gramm Salz. Das entspricht etwa dieser Menge hier. Und das Salz geben Sie rein, das habe ich hier getan. Sie haben also Salzwasser und dann füllen Sie Gläser. 1 Glas voll mit Salzwasser, das 2. halb, das 3. nur 1/4. Und dann füllen Sie den Rest mit Süßwasser auf. Und dann müssen Sie herausfinden, können Sie einen Geschmacksunterschied feststellen im Vergleich zu normalem Wasser. Und wenn Sie das auch noch bei der kleinen Konzentration schaffen, dann sind Sie ein Superschmecker für salzig. Aber das können Sie auch für die anderen Geschmacksrichtungen testen. Im Internet haben wir für Sie den kompletten Test. Und den können Sie also zu Hause zum Beispiel mit Freunden machen. Und so kommen Sie dran, www.quarks.de. Mit dieser Geschmackstäuschung könnte man zumindest bei bitter schmeckenden Medikamenten viel bewirken. Nun, damit sind wir am Ende unserer Sendung zum Thema Mund. Je mehr man weiß, umso mehr ist man davon begeistert. Also Sie werden bestimmt in Zukunft ganz anders küssen. Aber bevor es losgeht, hier unser Quarks-Skript für Sie kostenlos. Und so kommen Sie dran. Beschriften Sie einen C5-Umschlag mit Ihrer Adresse und dem Vermerk Büchersendung. Frankieren Sie ihn mit 85 Cent. Nehmen Sie nun ein normales Briefkuvert und adressieren es an WDR, Quarks & Co., Stichwort der Sendung 50612 Köln. Darin senden Sie uns den Rückumschlag. Und bitte haben Sie etwas Geduld, denn das Skript muss erst noch in Druck gehen. Das war's für heute. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Nächste Woche wird es winterlich bei Quarks & Co. Wir beobachten die Entstehung einer Schneeflocke in den Wolken, testen die Belastung beim Skifahren und gehen den Ursachen von Lawinen auf den Grund. Quarks & Co., die Wissenschaft von Eis und Schnee. Nächsten Dienstag um 21 Uhr. Thank you.
Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.